Leute, was geht ab? Wir sind unterwegs im BMW M4 von Aulitzky Tuning und ich sage euch eins, das Teil ist absolut geisteskrank. Das hat nicht nur Leistung ohne Ende, ja, mit über 600 PS, sondern auch einen geisteskranken Sound, also wirklich so wie laut sein Vater, bloß mit 2 Zylinder weniger, aber das tut dem Ganzen klangtechnisch keinen Abbruch. Klar kann man natürlich über den Klang an sich streiten, gar keine Frage, und ich muss gestehen, mir ist der V8, meines M3 auch irgendwo natürlich lieber vom Klang her, aber dafür, das sind zwei komplett unterschiedliche, ja, Konzepte dieser Fahrzeuge. Hier der Turbo 6-Zylinder, Biturbo, und im M3 der V8 Saugmotor, ja, der letzte seiner Art sozusagen. Und ja, ihr wisst ja, dass das gute Stück noch beim Klaus, also bei Aulitzky Tuning in der Werkstatt steht. Leider zerlegt mit Motor in allen Einzelteilen zur Begutachtung. Und ja, deswegen sind wir jetzt heute mal mit dem M4 unterwegs und gerade vor allen Dingen auf dem Weg. Der macht ja mehr Querche mit seinem Diesel als ich. Das hört sich zwar an wie Furze, also richtige dünnes Furze. Aber irgendwie schon, also hat was. Ich hab keinen Führerschein, doch fahr den Wagen. Warte mal, das Geile ist, schau. Warte. Klappen zu und. Wie chillig leise du fahren kannst, einfach, ne? Ja, Mann. So als gäbe es keine modifizierte Anlage, also beziehungsweise eben diese Komplettanlage. Ja, Leute, das Gute ist, ich habe jetzt gerade einen Anruf reinbekommen und wollte einfach nur in Ruhe telefonieren. Hab dann die Klappen geschlossen und man fährt wirklich ungelogen mucksmäuschenstill. Also
wie als würdest du mit irgendeiner eleganten Limousine aller Elektroauto vor dich hin cruisen sozusagen, vor dich hin gleiten. Absolut genial. Wirklich, muss ich sagen, hat was und ist auch aber wirklich notwendig bei dem Klang, der ansonsten hier durch die komplette Abgasanlage durchrauscht. Der nächste Anruf, die gibt es ja wohl nicht. Hallo? Alter, wo steckst du? Ich bin jetzt Rüttenbach-Ausfahrt. Ich bin vorhin eine verfickte Ausfahrt zu früh raus. Okay, wann bist du da? Ich bin in 2 Minuten da. Bin schon, stehe jetzt okay an der Ampel. Okay? Okay, bis gleich. Bis gleich, ciao. Ciao. Ja, das Witzige war jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, da vorne sind gerade die Jungs von Aulitzki Tuning gefahren, mit denen wir uns natürlich auch gleich treffen werden. Das war jetzt ein witziger Zufall, jetzt sind die doch vor uns dort, aber halb so wild. Ich hole jetzt, wie gesagt, noch den Andi eben schnell ab. Und nicht 50 Cent. Wer hat dich bedroht, Digga, lass mal die Filme.